So, einen wunderschönen liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Titan Shop oder Titan Shop oder. Oh. Ja, es hat sich viel getan. Ich habe das gerade irgendwie weggesuchtet wie nichts. Man sieht, unser Laden ist ein bisschen größer geworden. Ich habe hier angebaut. Ich habe hier jetzt unser Lager, kann man sagen. Unsere Verkaufsstelle. Hier kommen die Leute rein, können bezahlen, mit mir reden. Zum Beispiel hier. Ja, ich würde fast sagen, die sehen so aus, als würde ihnen die Glefie gefallen, ne? Kostet nur 2800. Viel Spaß. Erstmal ihnen irgendwas andrehen. Zack, zack, zack. Schön Tee herstellen. Im Moment gebe ich sehr, 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 sehr oft und viele Rabatte. Denn ich habe das da. Das da kann ich für viel Geld verkaufen. Und da wird natürlich ein Aufschlag vom Feinsten erzielen. Deswegen verscherbe ich gerade die ganzen Billigsachen, die ich hier mache. Zum Beispiel diese Messer. Oder andere Sachen. Hier, was ist das? Kapuzenmesser. Also keine Messer, sondern Schwerter. Was noch? Könnte ich mal wieder welche herstellen? Die Ritterschwerter. Da würde ich eher zuschlagen. Weil das gut geht. Das ist ein verbesserter Tee. Gibt auch mal einen Zuschlag. Zack. So, bin schon am Überlegen, ob ich nicht vielleicht erstmal schon Rabatt. Gibt's denn ein Schild? Warum Rabatt? Hey, hier, jetzt kommt's. Passt auf, Leute. Wie wär's? Sie sehen aus wie ein starker Ritter. Wie wär's? Mit einem Bali-Song. Nee, nee, nicht, was sie denken. Das ist kein Lied. Das ist ein Deluxe-Messer. Hier. Was sagen sie dazu? Sieht doch geil aus, hm? Ich mache ihnen ein super Angebot. Sie bekommen das Ganze für... Halten Sie sich fest. Sonderpreis nur für heute, nur für Sie. 7300. Viel Spaß damit. Genau deswegen. Genau deswegen brauchte ich die Punkte hier oben, die 105, 110, 115. Damit ich sowas machen kann. Genau wegen sowas. So. Was hat sich denn noch so getan? Unsere Stadt ist größer geworden. Man sieht's. Die Leute haben schon fleißig auf dem Markt habe ich was verkauft. Nice. Und zwar haben wir hier jetzt einen Magier. Da kann man jetzt Magie-Sachen machen. Den haben wir noch dazu bekommen. Kräutertante haben wir. Ja, die beiden. Aber, ja, was soll ich sagen? Um die freizuschalten, muss man Geld bezahlen. Ich glaube, hier waren das 30. Gucken wir mal.
Ja, $30. Einfach nur wow. Für die $30 kriegt ihr, könnt ihr Schusswaffen herstellen. Finde ich echt schade, dass man dafür €30 zahlen muss, $30. Mega schade, weil ich hätte zu gerne Schusswaffen gehabt. Aber naja, ist halt so. Muss man sich überlegen, ob das 30 Euro Dollar wert ist. Man kriegt dann auch 500 Edelsteine. Ist es nicht wert. Zerbrechwahrscheinlichkeit von Gegenständen. Minus 50%. Nice to have. Aber man muss sich echt überlegen, ist es $30 wert? Ich habe ja immer so eine Rechnung. Und zwar pro Stunde, was man Zeit investiert in ein Spiel, ist 1 Euro. Das bedeutet, wenn ich ein Spiel, zum Beispiel, bestes Beispiel, okay, Moment, da muss ich mal kurz gucken. Bestes Beispiel. Okay, wissen wir, was nehme ich denn? Zum Beispiel, ich habe hier RimWorld. Zum Beispiel RimWorld habe ich 490 Stunden. Ich habe 490 Stunden in RimWorld gerastet. In Anführungsstrichen. Also ich finde das Spiel geil. 490, das wäre denn 4, also in meiner Rechnung 490 Euro. Ich habe damals bezahlt für das Spiel €30 und ich habe das so gesagt 490 Euro wert gespielt. Also, wie soll man das sagen? ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So gesagt, das heißt, wenn ihr dieses Spiel, also ist nur meine Rechnung, aber wenn ihr dieses Spiel schon, keine Ahnung, schon 30 Stunden gesuchtet habt, dann ist es das wert. Ja. Sie hier wäre auch nice. Sie ist nicht so teuer, sie kostet nur $20. Ja, was macht sie? Bei ihr kann man Runen herstellen und Zauberstäbe. Das bedeutet, erst wenn ihr sie habt, dürft ihr Runen herstellen und Zauberstäbe. Ansonsten müsst ihr halt Runen in der Welt finden. Die sind selten. Ja, Edelsteine. Wie gesagt, ist nicht wert. 25% Händler XP. Die ist auch wieder nice to have, denn levelt man ein bisschen schneller, aber $20. Wie gesagt, müsst ihr überlegen, wenn ihr euch das beide holen solltet. Wie gesagt, ich müsste denn in diesem Spiel schon 50 Stunden erbringen, damit bei mir das Gefühl aufkommt, hat sich gelohnt. 50 Stunden, €50, hat sich gelohnt. Und man hat dann noch Spaß noch weiterhin dabei. Dann weiß man, okay, das Geld hat sich gelohnt. Nur so nebenbei. Ist jetzt kein... Was? Achso. Ich dachte, da hat schon jemand rein investiert. Nein, nein, ich dachte, der wäre schon Stufe 3. Nee, ist noch nicht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gilde. Ja, was soll ich sagen? Wir sind voll. Die Leute haben zurzeit, aber es kann immer wieder sein, dass sie wieder frei wird. Mal sehen, mal sehen. Im Moment steht jemand auf der Abschussliste, weil die Person halt lange nicht mehr online war. Zur Not kann man hier nochmal investieren. Das wären dann... Alter Schwede!
Das wären dann 328 Gold. 328.000. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben oder so. Denn kann ich euch sagen, ob noch Platz ist oder nicht. Oder ob bei Platz sein wird. Oder ob ich einfach sage, okay, für dich investiere ich jetzt einfach mal die 328.000, damit wir dich denn einladen können. So, was ist noch passiert? Quests. Genau. Wir haben ein paar Quests, ein paar Quests gemacht. Wir sind jetzt schon im nächsten Gebiet. Und ja, da waren wir noch nicht. Weil zurzeit, ich brauche keinen silbernen Staub. Ich brauche es einfach noch nicht. Deswegen, im Moment sind wir noch hier unterwegs. Zurzeit brauche ich ganz viele Leuchtpilze. Und ja, dann würde ich mal sagen, schicken wir meinen Trupp los. Und zwar, okay, hier hat sich auch was geändert. Und zwar, ich habe da ein paar Helden. Ich habe hier einmal die. War nicht. So, Charakter. Da. Ich habe einmal die Snow. Ist Waldläufer. Waldhüter. Ja, was soll ich zum Waldhüter sagen? Die können nur schwere Rüstung tragen. Plattenrüstung. Das ist in meinen Augen ein bisschen fail. Also, ich dachte, die trägt Lederklamotten. Aber naja. Ist halt so. 20% weniger Ruhezeit. Das bedeutet, sie ist schnell wieder on Tour. Und ja, dann haben wir einmal mich. Ich habe extra ein paar Diamanten investiert, damit ich mir eine Zauberklinge machen kann. Ich fand Zauberklinge hört sich gut an. Was sie noch kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich Platte, Leder und Stoff tragen. Ich kann einfach gefühlt alles tragen, ja. Und ja, was habe ich? Ich habe ein Schwert, habe ein Schild. Ich habe hier so ein Zauberrollending und trage Leder. Und Flipflops. Ja. Da ist so gesagt mein Hauptteam. Also mit denen versuche ich so oft alles Mögliche so zu machen. Dann haben wir hier unseren Anfangsteam. Sir Hans. Keine Armschienen mehr. Okay, wir müssen Sir Hans ein neues Ding machen. Stufe 3 können wir schon herstellen. Können wir mal schnell machen. Für Sir Hans. Wer ist gerade online gegangen? Irgendeiner ist gerade online gekommen. So. So. Sir Hans kriegt jetzt seine Handschuhe. Das bedeutet, wir müssen demnächst wieder diese Tannenzapfen holen. Und was war das? Ein Trank. Trank Level 3. Können wir nicht bauen. Wir brauchen Fledermausflügel. Die gibt es dann bestimmt in den Eishöhlen. Okay, gut zu wissen. So, ein Heiltrank, da würde ich sagen, Zuschlag. Weil Heiltränke sind teuer. Wow. Okay. Okay. Wir brauchen denn einmal noch den hier. Dann brauchen wir noch einen Heiltrank. Kann ich zeigen. Hier. Pilze. Deswegen brauche ich unendlich viel Pilze, weil die Heiltränke, die gehen weg wie, keine Ahnung, die saufen das Zeug ohne Ende weg. Ich komme gar nicht hinterher, das zu produzieren. So, da gibt es natürlich einen Zuschlag, weil die episch sind. So, Sir Hans kriegt das und dann. Das war's. So, Ziele.
Holzbeil. Ah, Aufgaben. Verkauftrank im Wert. Oh, nice. Wir haben jetzt schon 12 Glückstickets. Ich habe sie noch nicht alle eingelöst. Sollten wir mal machen. 6 Holzbeile wollten wir noch machen, weil wir können jetzt, genau, wir können jetzt an der Tafel rangehen und Missionen machen. Viel Spaß mit dem Bogen. Was soll ich machen? Genau. Das sind die Schriftrollen. Die gibt's, kann man machen, seitdem wir den Magier haben. Die Schriftrollen sind halt für Magieklassen geeignet. Die machen Sachen. Können wir auch ein paar halt davon herstellen, so. Denn reden wir auch gleich mit der Typin hier, bevor wir in den Kampf ziehen. So, was will sie denn? Gut, hör mir zu. Ich habe eine seltene Anfrage. Okay. Meine Eule. Pollux. Oh, Eule. Ich mag Eulen. Versteckt sich gern in meinem Hut. Aber dann muss ich ja auch noch tragen. Kannst du uns ein paar Hüte verkaufen? Jetzt kommt sie damit an. Wir haben gefühlt 100 Hüte oder so. Okay. Aber wir haben gefühlt 200 Hüte verkauft. 6 Stück. 2, 3. Ja. Okay. Wir haben gefühlt 200.000 Hüte verkauft. Kann ja nicht wahr sein. Rabatt? Tut mir leid, aber du musst warten. Erstmal sind die Heiltränke dran. So. Weißt du was? Da das ein guter Heiltrank ist, kommen das meine Leute. Gut, ich wollte den gerade verkaufen, aber dachte mir, nee, vielleicht doch nicht. Blub, blub, blub. Noch 2. Machen wir noch ein paar mehr. Dann haben wir auch gleich den Druiden-Ding hergedingst. Ja, da können wir Rabatt, da können wir Rabatt. Wir haben jetzt 4 Stück hergestellt, sollte reichen für sie. Da, der schaut sich bestimmt. Ah ja, genau, die Minze, die Katzenminze, die tolle. Er hat bestimmt eine Katze zu Hause. Oh, zack. So, Druiden-Lorbeeren haben wir jetzt freigeschaltet. Nice. So, das. Dann können wir das hier verkaufen. Cool, ich komme bald wieder. Mach das. Zack, 3 mehr. Hier noch ein paar, dann können wir sie wieder aufwerten. Nice. So, ein Schlagstock, den kaufen wir auch mal gleich mal. So, kommen wir zurück. Und zwar Quest. Wir wollten ein paar Pilze sammeln gehen mit dieser Truppe hier. Mit Snow, mit dem Fuchs und die hier. Die haben wir auch gekriegt. Ihre Spezialfähigkeit besteht da drin, dass wir mehr Komponenten kriegen. Sprich, weil sie 2 große Argumente hat,
kriegen wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bis jetzt haben wir immer. Immer 10 und mehr gekriegt. Würde ich mal sagen. Go, go. So. Dann können wir noch ein Team losschicken. Wir könnten das Standard-Team wieder losschicken. Nee. Dann nehmen wir euch. Sir Hans. Und nee, wer? Der da. Sir Hans und Samuel. Unser Standardteam begibt sich auch mal in den Wald. Viel Spaß. Und hier würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was der Wald so. Was noch? Okay, kein Wald. Was das Gebiet so bringt. Theoretisch könnte man noch einen losschicken. Passt. Mal schauen. Dauert. Oh Gott, das dauert. Ja gut, viel Spaß. Gandalf. Er heißt Gandalf. Ja gut, 40 Minuten ist leicht. Viel Spaß. Und ja, hat ist ja, was soll man sagen? Wie gesagt, viel hat sich getan. In der nächsten Folge kann ich ja weiter zeigen. Ich sehe gerade, es ist schon wieder 20 Minuten rum. Was, wie schnell? Einfach, what the fuck, wie schnell die Zeit einfach vergeht, wenn man das Spiel hier suchtet. No comment. Wieder muss sein, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Bye, bye. Da waren meine Punkte schon voll.